Alles klar, Freunde, und weiter geht es. Ihr seht es auch schon, immer noch auf Kapitel 3, Teil 4, der legendäre Super Saiyan erwacht. Jetzt bin ich drauf gespannt, jetzt kommen sicherlich die Potaras zum Einsatz. Die Potara-Ohrringe. Und mal schauen mal, ob wir einen vierfachen Vegetto vielleicht sehen, wer weiß, wer weiß. Okay, oh, was geht jetzt ab? Es hört schon wieder. Gibt's wieder so einen Multikampf, wie es aussieht, ne? Okay, let's go. Was haben sie uns zu... Metal Cooler? Was? Das Cooler hat sich ein bisschen geändert, wie ich sehe. Aber nicht mehr lange. Son Goku, Vegeta und ein Haufen Kinder. Was für ein Begrüßungskomitee. Leider ein zu schwaches Team, um es mit uns aufzunehmen. Was denkst du? Was denkst du? Was denn? Die haben keine Chance mehr. Ja, direkt drauf, würde ich sagen, ne? Let's go. Wie Metal Cooler da einfach eskaliert. Keiner weiß, in der Stadt ganz alleine. Aber gut. Man muss zuerst angreifen. Pfeife ich drauf oder nehme ich das wahr? Weißt du was, für die? Wir schicken einfach alle vorne, let's go. Schicken einfach alle vorne. Hopsa. Au! Gine, Bidi. Schon den richtigen Man nehmen. Genau. Alles klar. Ja, 64.000 HP, deswegen, weil wir zu dritt kämpfen, quasi. Genau, ihr seht es, Cabra und Kagu sind auch am Start. Sehr schön. Ich bin der wahre... Nein! Golden Cooler, wollte ich sagen. Nice, sehr schön, sehr, sehr schön. Bam! Bam! Bada boom! Oh, wie cool! Ah, war knapp! Schade! Trotzdem gut Schaden verrichtet. Ja, komm, perfekt! Aber schade. Was cool ist betäubt. Was? Bidi. Hey, hey, hey. Alle nach vorne. Kein Riesenmodus, gar nichts. Kampfmodus brauchen wir auch nicht. Das verlängert alles nur. Weg damit, die Maschine. Danke. Riesenmodus. Ab mit dir, auch raus, danke, no, no, danke. Alle einfach nach vorne, aber fertig. Easy. Noch eine Mahlzeit. Genau das. Bam. Oh nee. GG. Zack, Ultra Instinct Metal Cooler. Holy bam. Oh nein. Wow, wow, wow. Oh je. GG. Geht zum G. Ah, sehr schön. Rakshas Hörsi, wie geil das aussieht. Leider ohne Schwert, schade. Sehr gut. Jawollo, raus mit dir! Perfekt, sehr schön. Somit hätten wir auch die Metal Cooler Gang besiegt. Ich will sofort
dahin, wo man gegen Broly kämpft. Ein vierfacher Broly ist das einfach, dieser legendäre Super Saiyan. So geil, ist einfach, es ist typisch Dragon Ball Heroes hier an der Stelle, geht wirklich alles. Alles klar, dann machen wir mal jetzt hier ein Bike. Oh, was geht jetzt ab? Ach so, ah, was ein Dreierkampf war. Stimmt, das habe ich total vergessen. Nice, okay, sehr gut. Ja, einfach eine random Animation. Naja, was soll's. Machen wir mal weiter. Gut. Wow, seht nur, wie stark wir geworden sind. Ich wusste zwar, dass wir uns verbessert haben, aber das hier ist unglaublich. It's unbelievable. I can't believe my eyes. But I can believe my eyes as well. When I'm seeing LR SSJ for Broly. Oh, wie jetzt? Ja, jetzt wählen sie mal einen Pfad aus, ne? Der Preis ist heiß. Sagen wir, gehen erstmal direkt hier. Kommt nämlich eine Sequenz. Jetzt bin ich drauf gespannt, was hier abgehen wird. Was sie zu bereden haben. Kennt ihr den noch? Einfach Baba ist der, keiner weiß. Komm, Baba Shop. Was sind das für Dinger? Was auch immer, glücklich sind sie nicht gekommen, sonst werden wir in den Chaosblatt genäht. Beschränkte Schwierigkeiten, Leute. Räumt im Gang auf. Überall. Ich empfange Barbaren in mehreren Bereichen, randalierende Barbaren. Also geht es nicht nur noch hier so rum, bla bla. Ja, genau. Wir sollten lieber schnell was unternehmen. Genau, das habe ich mir auch gedacht. Teilt euch in Teams auf und neutralisiert die Bedrohung. Sehr schön. Ja, let's go. Krass. Das sind die, die Zamasu sich angesehen hat mit Gowas zusammen. Da hat er sich entschieden, na, weißt du was, diese Ninjen, die lernen es nie. Ja, und dann ist alles eskaliert. Ah, okay, wir teilen es auf. Oh, interessant. Interessant. Also an sich würde ich gerne von der Stage so gut es geht alles machen jetzt. Wie gesagt, dieser Dimensionsriss und so ein Sofort-Team macht man dann auf jeden Fall auch noch separat. Oh, die Stage geht lang. Okay, dann würde ich sagen, verlieren wir nicht viel Zeit und ja, teilen es mal direkt auf. Oh, das Ding ist aber verdammt. Da muss ich Cabra und Ding-Stack nutzen. Und ich weiß legit nicht, was ich von denen zeigen darf und was nicht. Geh zum G. Wer steht total random? Den habe ich doch gar nicht gewählt. Ah, doch, 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 natürlich, natürlich, der Namekianer. Shit. Ja, let's go. Meine können wir zumindest machen, meine Stages. Und die anderen werde ich vielleicht wechseln dann. So. So und so. Genau so. Oh mein Gott. Greife in 1 Minute zuerst und gewinne den Kampf. Wie viele da sind. Let's go, dann schiebe ich auch alle raus. Komm. Wie witzig die aussehen. Wie so. Ups, genau so. Genau. Aha. Yep. Und let's go. Wie viele. Wie witzig die sind. Slicen. Genau dies. Danke. Hey, mal langsam. Wie aggressiv die aussehen aber, ne? Unglaublich. Bam. Aber. Nein! Was ist jetzt los da, Mann? Shit. Ja, perfekt, sehr schön. Immerhin. Oh mein Gott. Nur durch Auto-Attacks. Jetzt sind die auch aggressiv. Die sind jetzt sauer. Au. Aua. Au, au. Heute nicht, Junge. Machen wir langsam. Wirklich. Oh mein Gott, die haben nicht genug. Oh je. Sehr schön. Bam. Sehr cool, sehr cool. Golden Kuda. Kannst immer und immer wieder sagen, Golden Kuda sieht einfach nur so geil aus. Oh,
Oh, diese Dead Machine macht mich doch eines Tages verrückt. Wie wir alle scheinen. Oh, weg damit. No, no. No, 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 na, na. Oh. Tada. Zack. Also wir werden jetzt die Stages von Goku machen, das auf jeden Fall. Von Goku sage ich, von meinem Avatar, weil ich wie gesagt da weiß, dass ich zeigen darf und was nicht. Wegen den Claims. Ja, was soll man machen, ist leider so. Aber dann werden wir... Hey, was mache ich? Danach werde ich dann den linken Pfad nehmen, wo wir uns quasi nicht trennen. Und im nächsten Part machen wir dann ja wieder hier von hier aus weiter. Aber ich nehme dann wieder Note und Froze. Bei Note weiß, was zeigen kann, was nicht. Bei Froze eigentlich nicht. Aber ich werde mich darum bemühen, dass einfach keine CAs oder so zeigt. Eigentlich kann ich das auch bei den beiden machen. So machen. Das heißt, eigentlich kann ich es bei diesen beiden auch so machen. Dass, ja, ich werde quasi, ich werde keine CAs oder ultimative Einheiten aktivieren, um auf Nummer sich zu gehen. Oder? Ich überleg's mir mal. Ganz spontan, Freunde, ihr wisst, das Ganze läuft, aber jetzt machen wir mir weiter erstmal. Let's go. Jetzt aber. Okay, sehr schön. So, noch nicht alle Missionen erfüllt. Oh Mist, ich kann nicht mal weiter. Ich muss also mit denen spielen. Weißt du was, wir machen jetzt einfach mal, dass wir wenigstens ein bisschen Abwechslung haben. So. Jetzt haben wir ein Majin-Team. Ja, weißt du was, ich jetzt einfach alle nach vorne, ist mir egal. Und er hat hier gut nichts mitgenommen, damit er den fusionieren kann, ne, absorbieren kann. Mit Boo. So. Oh, was mache ich? Ich war abgelenkt. Ich depp. Ich war abgelenkt, weil ich abgelenkt. Ich hab kurz nach links geschaut. Na gut, aber... Oh mein Gott, was? Diesmal war ich nicht abgelenkt. Diesmal war ich nicht abgelenkt. Okay. Was? Die Barbaren, die wollen es wissen, ey. Die wollen es wissen. Sie wollen es wissen. Verdammt! Okay, 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 okay. Oh je. Was nehmen wir? Ja, machen wir das einfach, komm. Vielleicht machen sie 1200 Schaden aus. Wer weiß. Aber jetzt soll es eigentlich Super Buu mit... Ja, genau. Ich hoffe, ich kann das zeigen. Gucken wir mal. Aber eigentlich schon, eigentlich schon. Wo ist die Hauptkarte? Die ist auf die Hauptkarte. Ah, jetzt genau, perfekt. Ich finde es cool, wie sie das Fusion nennen, obwohl Super Buu ihn einfach absorbiert hier. Fertig, Buu-Tanks. Nice, nice, nice. Ultimative Einheiten. Oh. Ah. Okay. Und? Ah, die zwei. Cool. Die merken wir. Oh mein. Mal Platz. Jetzt. Hey! Mal Platz. Jetzt, dankeschön. So, jetzt greifen wir alle an. Let's go einmal nach vorne. Yukuso. Wie viele Kellner denke ich hab? Ja, ach so, weil ich die wegen der ultimativen Einheit verbraucht habe. Ich depp. Egal, nicht schlimm. Ja, eigentlich schon schlimm, weil ich jetzt nur eine Super Angriff habe. Einen Super Angriff habe. Nice.
Majin Karate-Schlag. Habe ich gerade richtig gesehen. Jetzt haben wir alle ihre Super angefangen. Sehr schön. Sehr gut. Irgendwas hat meine Heldenenergie geboostet. Ich habe nicht aufgepasst. Yeah, yeah. Aber ich nehme es einfach an. Sturmmodus. Okay, der wird's wissen. Bin gespannt, ob einer von denen so viel Schaden macht, dass es... Ja, ist doch klar. Guck mal, die machen echt viel Schaden. Und Schutzkanone. Sehr... Energieentzug. Zack, her damit. Her mit den Stones. Oh, okay. Sag mir bitte, dass ich noch einen Angriff habe. Ah, okay, ja, unser Modul hat es doch ausgemacht. Perfekt, gut, dass wir das gewählt haben. GG, unsere Death Machine gewinnt das Ganze für uns hier an der Stelle. Sehr schön. KO. Ja. Ja. Alles klar, jetzt, nachdem wir die Bande besiegt haben. Oh, Dr. Hero ist aufgetaucht. Okay, interessant. Jetzt musst du noch mit unserem namekianischen Boy ran. Let's go. Also, namekianischen Avatar. Genau, jetzt. Bei dem Boy weiß ich jetzt echt nicht, was für Charaktere im Team hat. Was hat er da einfach ins Team mitgenommen? Die sehen genauso aus wie Barbaren, ey. Aber gut, wir haben immer einen Piccolo und Gohan. Die nehmen wir mal mit. Schieben alle gekonnt nach vorne. Und dann schauen wir mal, wie der Kampf hier verläuft. Mal gucken, vielleicht hat der auch irgendwas Geiles drauf. Sein Team hier an der Stelle kann ein, zwei Sachen aktivieren oder so. Ich hab's noch nie gespielt. Aber so haben wir zumindest mal ein bisschen Abwechslung, ne? Warum nicht? Let's go. Okay. 10.499. Ja, alles klar. Sehr schön. Schön langsam. Oh Gott, der macht ja gar keinen Schaden. Bam. Oh. Okay, cool. Super noch bereit. Sehr schön. Von meinem... Bisher von Kagyu-Hinze, ne? Und Mundkanone. Ah! Ja, ja, sehr schöner Schaden. Die sind übel. Nein, nicht Depp! Die sind übel komisch aus. Naja. Ich frage mich gerade, woher die sind. Aber ich kann mir, glaube ich, nur erklären. Ich glaube nur aus Dragon Ball Classic. Oder vielleicht auch Dragon. Ich weiß nicht, die anderen Charaktere im Team, die sagen mir gar nichts. Als hättest du noch nie gesehen, ihr könnt mich gerne wissen, als wenn ihr wisst, woher die sind. Jetzt die unteren drei zum Beispiel, mein Team, ich kenne die nicht. Ich könnte mir vorstellen, vielleicht von Dragon Ball Classic damals. Weiß nicht. Oh, der hat einen Perfect erreicht, ne? Ja. Oder sind die aus dem Ding-Film? Von Garlic Jr. Weiß nicht. Könnte sein. Keine Ahnung. Naja. Jetzt Legend of Kampf-Modul. Vielleicht kennt ihr uns Dead Machine auch. In diesem Kampf. Deswegen nutzen wir mal wieder das hier. Aber jetzt aktiviert sie irgendwas. Haben die irgendwas drauf? Ich denke, sie sollten auf jeden Fall eine ultimative Einheit haben. Vor allem die drei. Was? Fusionsmodus? Mein Gott, kannst du fusionieren? Mit? Ah, oh, okay, Logo. Sein Namekianer. Wie geil ist denn das gemacht? Ah! Oh, nö. Super Namekianer wurde ich. Geil. Und eine ultimative Einheit, sehr schön. Genau, wo sagst du mir von. Ja, genau, von denen, das sagst du mir. Sehr cool. Und die Partner sind dann die zwei. Danke. Genau, sehr gut. Ah nein, ich depp! Gegnerisches Team von Kurb anhalten, abhalten. Ja, vielleicht in diesem. Ja, vielleicht ist in diesem Kampf vielleicht mal so schlecht, aber ich habe jetzt Heldenenergie wieder aufgebraucht. Weil ultimative Einheiten verbrauchen Heldenenergie. Ja, das darf man nicht vergessen. CAs nicht. CAs und TAs nicht, aber ultimative Einheiten verbrauchen die Heldenenergie. Ah, egal, nächstes Mal. 1,7-fach zu viel Schaden. Durch die Fusion, sehr schön. Nice. So viel Schaden machen, glaube ich. Aber guck, keiner hat einen super Angriff gehabt. Schade. Egal, Death Machine wird es hoffentlich klären. Komm schon, mach keinen Käse. Nein, der hat mich schon jetzt auch nicht klären. Mist, seht ihr? Ich hätte die ultimative Einheit hätte ich nicht nutzen sollen. Oh, perfekt. Ah, Mann! Schade. Schade, jetzt haben wir sinnlos noch eine Runde hier. Aber nicht schlimm auch für mich, nicht schlimm. Ah, der hat mich schon jetzt leider nicht zu Ende gepackt.
Egal, dann nehmen wir noch eine Runde mit. Aber meine Berserker-Charaktere, oh je, die haben nicht, so viel, nicht mehr so viel Ausdauer. Oh oh. Oh nein! Totaler Schlag, komm mal her. Bam, bam, bam. Aufs Maul. Shit. Bam, bam, bam. Nice. Besessen von Ästhetik, komm an. Naja. Was ist das? HDF. Okay, ich hatte so ein. Ich hatte gerade ein CAA von dem Gohan. Ich weiß aber nicht, ob es ein Claim hat oder nicht. Deswegen weiß ich, ob ihr das gesehen habt oder nicht. GG. Ich habe es jedenfalls gesehen. Kamehameha-Modus war's. Er hat nicht so viel Schaden gemacht. Müll. Ich dachte, wir gewinnen dadurch den Kampf, aber nee. War wohl nichts. Alle raus, mir, wo es kommt. Alle raus. Besiegt den und gut ist. Aufschaltmodus vom Gegner oder nee, ich. Okay. Eieieiei. Was schätzt du's? Einfach angreifen, Leute. Und dann wäre das eigentlich auch unser letzter Kampf für diesen Part. Ich gucke natürlich ganz kurz rein, was am Ende noch abgeht. Also nach dem Kampf, ob da noch irgendwas kommt. Aber ansonsten. Nein. Ehre, Ehre. Komm schon. Ja, perfekt, oder? Sehr schön, okay, nice. Wenn er den nicht besiegt, der hat sogar einen super Angriff. Aber den muss jetzt nicht nur... Ah, böser Quasquasar, ja, raus damit. Okay, jedenfalls, dann lass mal gucken, was am Ende des Kampfes so abgeht. Oder nach dem Kampf, besser gesagt. Okay, sehr schön, da wird... Ja, okay, da können wir uns wieder vereinen. Und dann gibt es da einen Kampf dort drüben. Ja, dann würde ich sagen, Lokdeo ist abgehauen. Ja, zieh ein, Junge, ich habe keine Zeit für dich gehabt, tut mir leid. Genau, sehr schön. Dann machen wir von hier aus weiter. Lol, okay. Ja gut, dann würde ich sagen, wir sehen uns das nächste Mal hier wieder. Und dann besiegen wir mal die Barbaren. Dann wünsche ich auf jeden Fall eine schöne Zeit noch, Freunde. Lieben Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry.